Das wird heute so ein schöner Tag, ey. Ich freue mich schon die ganze Woche auf diesen wirklich wunderschönen Tag, denn heute steht was ganz Großes an. Es geht heute um die kleine Ortsfeuerwehr Döhne. Die bekommen heute nämlich eine richtig fette, große Überraschung. Ein paar Kameraden wurden jetzt schon eingeweiht. Die holen jetzt auch das Fahrzeug. Und dann bin ich gespannt, was der Rest sagt. Die anderen Kollegen denken jetzt, es ist ein ganz normaler Dienstabend. Oder Dienstnachmittag eher. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, was die sagen werden. Also Leute, ja, erstmal willkommen zu einer brandneuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Ihr habt es bestimmt schon jetzt gerade rausgehört. Die Feuerwehrdöhne muss ich euch kurz zeigen. Die liegt ja hier oben nahe der Ostseeküste bzw. Strand Ostsee. Die Feuerwehrdöhne ist hier. Die bekommen heute ein neues Fahrzeug. Ja. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie die Kollegen da jetzt gleich drauf reagieren werden. Das Fahrzeug müsste jetzt aktuell schon auf Anfahrt sein. Hier ist es. Genau neben dem Feld 41. Natürlich ist die Jugendfeuerwehrschier mit dabei. Bevor wir rüberfahren, muss ich euch ganz kurz was sagen oder was zeigen. Denn das Gebäude wird ab sofort das erweiterte Jugendfeuerwehrgerätehaus werden. Also die haben dann erstmal zwei Gerätehäuser für sich. Und hier kann man dann gute Stunden zusammen verbringen. Bis dann irgendwann, ja, das wird nicht mehr so lange dauern, bis dann irgendwann die Älteren aus der Jugendfeuerwehr rübergehen zu den Aktiven, dann hat die Feuerwehr Schier endlich wieder Kollegen. Und ich weiß nicht, ob die später ausrücken werden. Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass die Kollegen dann aufgeteilt werden in die anderen Feuerwehren. Das weiß ich leider nicht. So, wattig aber wie's. Wir fahren jetzt richtig schnell rüber zu Feuerwehr Döhne und schauen uns jetzt das genau an, was da jetzt gleich abgehen wird. Alter, ich bin so gespannt. Ich bin richtig, richtig hibbelig. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe das ja in den letzten Wochen jetzt auch mitverfolgt, das ganze Spektakel, rund um das neue, brandneue Fahrzeug. Und dass das heute jetzt endlich soweit ist, alter Schwede, ich bin sehr, sehr krass gespannt, wie jetzt alle drauf reagieren werden, wie das wirkt. Und ja, wir fahren mal mit Sonderrechte rüber zum Gerätehaus, ne? Einfach für den Flair heute. So, die Fahrzeuge stehen jetzt schon mal draußen. Ja, das hat auch einen Grund. Denn es wurde gesagt, die Jugendfeuerwehr Schier kommt rüber und wird heute einen Dienstabend mit den Kollegen aus Döhne machen. Die sollen nämlich die Fahrzeuge vorstellen, Gerätekunde machen etc. und dann vielleicht auch so eine kleine Einsatzübung machen. Mehr wissen die nicht. Ich bin so gespannt. Ey, wie so ein Flitzebogen. Ey, ganz im Ernst. So. Ja, ich kann euch schon mal verraten, welches Fahrzeug weggehen wird. Deshalb ist auch die Jugendfeuerwehr aus Schier hier. Das ist nämlich das LAF. Ja, der alte Oldtimer wird rübergehen zu den Jugendfeuerwehrleuten nach Schier. Und da wird das Fahrzeug weiterhin auch benutzt werden. Ja, das geht nicht weg. Das bleibt an der Ostseeküste und das sollte auch so sein. Denn das Auto wurde immer top gepflegt und ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Und deshalb wäre es viel zu schade, das Fahrzeug wegzugeben oder zu verkaufen. So, naja, dann Evola, wir steigen ein in die brandneue Kiste. Das ist schon, das ist eine Hausnummer, ne? Das ist ein brandneues Tanklöschfahrzeug mit einer Gruppenkabine samt Wasserwerfer auf dem Dach, samt hochmoderner Technik. Also die Feuerwehr Döhne ist denn ab sofort mit sofortiger Wirkung die modernste und aktuellste Feuerwache weit und breit an der Ostseeküste. Hätte man das mal gedacht irgendwann? Ich glaube nicht.
Ja, die bekommen jetzt hier so ein schönes Fahrzeug und ich glaube, die werden jetzt denken, aha, ein Vorführauto bekommen wir heute für den Dienstabend. Ah, okay, gucken wir uns das an. Nee. Mal sehen, was die Kameraden jetzt gleich sagen werden. So, liebe Kollegen, ja, das Fahrzeug ist da. Wie, welches? Naja, das ist das Auto hier für uns, hier für die Feuerwehr Döhne. Ja, und die gucken jetzt ganz wie blöd aus der Wäsche und die wissen gar nicht, was los ist. Alle freuen sich über das brandneue Tanklöschfahrzeug. Guck mal, hier kommen sogar die ersten zivilen Leute, die Bürger aus Döhne. Gucken sich auch gleich das Auto an. Also so ein Aufwand ist das heute hier. Und was soll ich sagen? Das Auto wird getauscht für das LRF. Das LRF geht rüber nach Schier. Und wir bekommen ein TLF. Das ist schon geil. Das passt richtig gut hier rein, muss ich wirklich mal sagen. Also da hat der Ortswehrführer wirklich und natürlich auch der Bürgermeister von Ostsee hat hier wirklich ein richtig schönes Fahrzeug rausgesucht. Das hat so ein paar Gimmicks, die auf jeden Fall sein sollen. Ja, zum einen der Wasserwerfer, der muss drauf sein, aus diesem Grund, dass der Einsatzaufkommen in den letzten Jahren ist wirklich dermaßen viel geworden. Deshalb auch dieses neue Fahrzeug, deshalb auch dieser Wasserwerfer. Zur ersten Brandbekämpfung soll das benutzt werden, zum Beispiel der Wasserwerfer, damit man schnell größere Brände löschen kann. Des Weiteren gibt es hier vorne eine Seilwinde, ja, die sollte auf jeden Fall mit dran sein, damit man auch zum Beispiel PKWs aus dem Fluss ziehen kann zum Beispiel. Sollte auf jeden Fall die Winde mit dran und das sollte sein, das hat der Ortswehrführer klipp und klar gesagt, diese virtuellen Außenspiegel, ja. Man hat jetzt nicht mehr normale Außenspiegel, wie man das gewohnt ist von Fahrzeugen. Nee, also man hat jetzt hier zwei große Monitore und ja, die spiegeln halt die Straße nach hinten wieder. Sozusagen virtuell alles mit Technik und Monitor. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber das sollte auf jeden Fall mit da drin sein. Aufpreis 10.000 Euro, ja. Aber gut, das sollte so sein und so ist es jetzt nun und alle Kollegen freuen sich über dieses Fahrzeug. Die können es alles selber alles gar nicht richtig glauben, denn die müssen das erstmal so ein bisschen, verdauen. So, muss ja selber die Sirene anmachen, anders geht's nicht. So, und jetzt gucken natürlich alle ganz merkwürdig, was ist denn hier los? Also erst das Fahrzeug, jetzt die Sirene. Es gibt einen Einsatz, es gibt einen scharfen Einsatz, muss ich dazu sagen. Ich ziehe mich mal eben hier um, damit wir gleich unsere Einsatzklamotten haben. Denn aus dieser feierlichen Fahrzeugübergabe wird heute aktuell leider nichts. Denn die Kollegen aus Döhne sind alarmiert. Und das zufälligerweise jetzt auch mit dem neuen Fahrzeug. Einsatzstichwort lautet Personensuche in Schier. So, und deshalb ist es ein perfekter Einsatz für das brandneue Fahrzeug der Kollegen aus Döhne. So, es geht nämlich erstmal Richtung Ort Schier und weitere Einzelheiten klärt die Polizei vor Ort. Also wendig ist dieser große LKW auf jeden Fall. Also der kann auf jeden Fall richtig
gut durch enge Gassen fahren. Also das muss man wirklich mal an dieser Stelle sagen. Macht natürlich auch die moderne Technik, ne? Das Ganze. Das ist schon Wahnsinn. Ja, wir sind vor Ort. Wie gesagt, die feierliche Übergabe wurde jetzt erstmal unterbrochen. Die Polizei hat die Rettungskräfte alarmiert von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Personensuche. Ja, es wurde gemeldet, dass ein Anwohner hier mit seinem weiß-gräulichen PKW hier geparkt hat und seitdem ist er nicht mehr auffindbar. So, die Kollegen werden jetzt nach und nach hier eintreffen und dann wird es hier erstmal losgehen zu der Personensuche. Hier im Umkreis wird jetzt erstmal gesucht, denn hier wurde die Person das letzte Mal gesehen und von daher werden wir hier erstmal ansetzen und den Suchradius dann nach Belieben dann erweitern, je nachdem, ob wir jetzt was finden oder eben nicht. Ich würde gerne noch ein Auto mit dazu holen, einfach weil wir das Auto ja, hier bald nicht mehr sehen werden in der Ortsfeuerwehr von Döhne. Kommt das LRF erstmal hier zum letzten Einsatz mit dazu. So, die nächsten Kollegen aus Döhne sind mit dem LRF vor Ort. Mann, werde ich das vermissen, ey. Also ich hoffe, ich sehe das Auto irgendwann nochmal in einem aktiven Einsatz. War eine schöne Zeit mit dem Fahrzeug, muss ich wirklich mal sagen. Aber gut, jetzt andere Zeiten, neues Fahrzeug, das wird auf jeden Fall auch mega. Gut. Was wir jetzt noch brauchen, auf jeden Fall ist der Rettungsdienst. Der muss hier unterstützen. Deshalb rückt er aus mit dem RTW 3 aus Schier. Das Fahrzeug unterstützt die Kollegen. Und zu der Person kann man bisher gar nicht viel sagen. Ja, das wird jetzt gerade von der Polizei alles untersucht. Ich bin gespannt, was das jetzt hier gleich noch werden wird. Auf jeden Fall haben wir erstmal ein großes Aufgebot am Einsatzort und es gibt bisher noch keine richtige Spur von dieser Person. So, die Polizei hat jetzt neue Informationen. Es handelt sich um eine Frau, leicht bekleidet, anscheinend in einem Bademantel, ist hier aus dem Auto ausgestiegen und seitdem spurlos verschwunden. Das ist schon mal gut. Weißer Bademantel, den kann man gut erkennen, schätze ich mal, solange die Frau den noch anhat. Werden wir hier hoffentlich so schnell wie möglich diese Frau ausfindig machen können. Ja, es wird jetzt erstmal hier das ganze Gebiet durchforstet. In der Zwischenzeit werden wir gleich mal rüberfahren zur Luftrettung. Da wird jetzt gleich der Notarzt aus Schier mitfliegen. Sobald die Person irgendwie gesichtet wird aus der Luft, wird der Notarzt natürlich sofort einschreiten und helfen. Denn Rettungsdienst und Notarzt aus der Luftrettungswache sind natürlich auch auf dem Weg und suchen die Person. Deshalb muss jetzt der Rettungsdienst bzw. der Notarzt aus Schier ausrücken und steigt jetzt erstmal in den Luftrettungshelikopter vom ADAC ein. So, und gerade bei Personensuchen, die natürlich schon Zeit andauern, ist es wichtig, dass wir auch eine Luftüberwachung haben, damit man ja, mehrere Chancen hat, die Person vor Einbruch der Dunkelheit zu finden. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Dunkelheit, ja. Das würde auf Dauer nichts bringen. Da könnte man nur noch mit Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräten arbeiten und das erschwert natürlich auch die Suche. Von daher geben wir jetzt unser Bestes und
Wir werden so schnell wie möglich die Person finden. Ich hoffe, das wird jetzt noch hell sein. Wir geben uns Mühe. Trotzdem machen wir mal Licht an, am besten beim Helikopter. So, Suchscheinwerfer sind an, normales Licht ist an. So, und dann fliegen wir jetzt einmal über das kleine Gebiet, über den Ort Schier. Es wurde ja schon vermutet, dass die Person hier in den See abgetaucht ist, aber da gibt es keine eindeutigen Spuren. Trotzdem wird da aber geschaut, ob da irgendwie eine Person gesehen wird. So, und natürlich, ich guck mal kurz, machen wir mal so. Natürlich wird jetzt auch erstmal in der Nachbarschaft gefragt, wo die Nachbarin oder die Person, die gesucht wird, das letzte Mal gesehen wurde. Und es wurde bisher noch nicht gesagt, dass sie irgendwie hier nahe des See war. Und von daher kann man das, denke ich mal, ausschließen. Aber auch von oben ist weiter nichts zu sehen. Also wir haben jetzt hier wirklich viele Kollegen vor Ort. Dann auch noch die Unterstützung aus der Luft. Sieht alles erstmal ganz normal aus. Also nichts irgendwie Auffälliges, dass man sagt, ja gut, da könnte zum Beispiel jemand sein. Also eigentlich ist das ein Gebiet, was recht kahl ist und man müsste die Person auch schnell finden können. Wir haben hier linksrum Wälder, aber ganz, ganz kleine, natürlich dann auch noch große Felder. Ey, das hat sich gereimt, ne? Wälder, Felder. Ja, warte mal, was? Der Rettungsdienst RTB1 aus der Luftrettungswache Schier meldet gerade einen Einsatz außerhalb von Schier. Ist das das Sumpfgebiet? Tatsächlich. Okay, also wir haben jetzt hier die Meldung gekriegt, also das ist komplett woanders, das ist quasi hinter Schier, dass eine Person mit diesen Angaben gefunden wurde in einem Sumpfgebiet, in einem Naturschutzgebiet gegenüber eines Bauernhofes. Ja, ich sehe die Fahrzeuge. NEF, RTW. Es sieht auf jeden Fall erstmal verdächtig aus. Ich habe da jetzt was Weißes jedenfalls gesehen. Kann das sein, dass es die Person ist? So, der Rettungshelikopter wird natürlich sofort hinzugezogen. So, das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Situation hier, ne? Also, Landemöglichkeiten gibt es ja hier, aber die Bäume, die ragen ganz schön weit rüber hier aufs Grundstück. Okay. Also der Helikopter wird trotzdem erstmal runtergehen. Er wird landen. Ja. Also vor circa 5 Minuten wurde die Person gefunden von diesem Anwohner hier. Es wurde jetzt in den letzten Minuten probiert mit der Reha. Notarzt war ja hier. Rettungsdienst ebenfalls. Leider vergebens. Die Person liegt da hinten noch im Sumpfgebiet. Jede Hilfe kam hier leider zu spät. Der Rettungshelikopter kann erstmal wieder abrücken. So, natürlich. Huch. Natürlich kommt die Polizei damit zu. Der andere Streifenwagen bleibt jetzt erstmal hier vor Ort. Denn von hier kommt die Person eigentlich. Deshalb steht auch dieser PKW da. Ja, wow, shit, Alter. Das kam jetzt richtig unerwartet. Also ganz im Ernst. Und auch auf jeden Fall, dass die Person so weit weg ist. Das ist ganz unüblich, dass Personen so weit dann auch noch weglaufen, obwohl die noch nicht mal lange vermisst wurde. Thank you.
Die Polizei ist am Einsatzort eingetroffen. Ja, die werden natürlich jetzt erstmal weitere Einzelheiten klären, Spuren aufnehmen und das wird hier noch eine ganze Weile andauern, schätze ich mal. Für uns ist der Einsatz dann erstmal abgeschlossen und ja, ich glaube, wir werden die feierliche Übergabe auf jeden Fall nochmal nachholen, denn das ist heute, glaube ich, nicht mehr der richtige Tag dafür, das Ganze hier, ja, fröhlich über die Bühne zu bringen. Mist, ey. Ja, auch solche Einsätze gibt es leider. Das ist nicht gut. Meistens gehen die Einsätze gut aus, aber manchmal hat man natürlich auch Tage, da kommt halt jede Hilfe zu spät, wie in diesem Fall hier. Und ja, Rettungsdienst aus Schier, Feuerwehr aus Döhne, Polizei aus Schier rücken erstmal wieder ab, beziehungsweise die Polizei bleibt erstmal hier, habe ich ja schon gesagt. Und ja, dann ist das erstmal durch hier und ich hoffe, liebe Freunde, dass das Video hat euch gefallen. Ja, also wie krass das einfach umgeschwungen ist, ja, von richtig froh auf ja, richtig mies. Kann man jetzt gerade gar nicht anders sagen, aber so spielt leider das Leben und das hat es heute wirklich wieder richtig gezeigt. Und manchmal fragt man sich auch, ja, warum ist das so? Warum muss sowas passieren und wie geht man damit um? Verdammte Scheiße, also Entschuldigung, aber das war jetzt richtig hart, das hat richtig reingekickt gerade. Hat euch das Video gefallen? Würde mich trotzdem mehr freuen über deine Meinung. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn du willst, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Also bis dahin, halt die Ohren steif, wir sehen uns, schönen Tag dir gewünscht, bis dahin. Ciao.